Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 4. Jawohl, das wird ein Baupart, ich sag's gleich vorweg. Wir machen alles dicht. Du zeigst aufs Ziel und ich knall es ab. Alles klar, MacReady, das machen wir so. Ich ziehe jetzt nämlich überall einen großen Zaun hier rum, beziehungsweise eine Wand. Und guck mal, da ist Dogmeat. Was machst du denn hier, Hundchen? Ich hab dir extra vorne eine Hütte gebaut. Warte mal. Das will ich so nicht haben, mein Freund. Geht gar nicht. Na gut, ich kann ihn nur hier hin. Naja. Dann bleib mal schon hier, mein Freund. So. Ich glaube, so ein normaler Holzzaun wird es nicht tun. Von daher mache ich dann mal einen richtig großen Zaun. So. Alles weg. Brauch kein Schwein. Sorry, Hundi. Da vorne ist noch eine Hütte für dich. So, seht mal, da unten habe ich schon eine Wasseraufbereitungsanlage. Boah, auch keiner. Was ist das? Einlagern. So, guck mal, schön, ne? Die Bäume lasse ich da auch mal. Die gehören hier nicht her. Wir wollen hier keine abgeranzten Bäume. Wir wollen alles schön, ordentlich und sinnvoll. Also... So, Bäume verschleiern nur so ein bisschen die Sicht. Finde ich. Oh. Nein, nein, nein. Shit. Das war keine Absicht. So, guck mal, schön. Hier ist das Ende, leider schon. Beziehungsweise gut, dass es da ist. Muss ich hier nicht so viel absperren. Oder doch? Warte mal. Ah, Mist. Das ist noch eine Hundehütte. Nein. Geh mal ganz runter, dass ich da nicht auch noch wieder drauf komme aus Zufall. Ungewollt. Okay. Oh, das steht gerade noch so auf unserem Gelände hier. So. Alles weg. Wunderschön. Jetzt haben wir erstmal Platz gemacht. Und jetzt kommen die Zäune dazu. Frage ist nur, wie mache ich das? Metall? Wände, Dächer. Kann ich das irgendwie... Na cool, das ist ein Eckteil. Ich sperre das jetzt einfach mal alles ab hier, oder? Komm mal. Zack. Jetzt einfach mal Wände dran pflastern. Ja, das passt leider nicht. Ist mir egal, wenn es jetzt beschissen aussieht, ganz ehrlich. So. So. Aber ich habe mal ein bisschen Stahl, du, ne? Das passt wieder nicht aneinander. Ist ja ätzend. Muss ja nicht alles dicht sein, oder? Muss es? Weiß es nicht. Aber besser wäre es, wenn eigentlich alles dicht ist, ne? Die können ja von allen Seiten angreifen. Ja, das ist schlecht jetzt. Das lagere ich einfach mal. Nein. So. So. Ach Mann. Die Frage wäre halt, wo kommen diese blöden Supermutanten immer her? Ich würde sagen, ich stelle hier einfach mal ein paar Geschütze auf, oder? Vor die Werkstatt. Dann kann ja gar nichts passieren, weil die kommen ja immer her und klauen meinen Kram. So, warte. Erstmal Schutz. Wachposten, Geschütztürme. So, brauchst du Strom? Was braucht hier Strom? Das kostet Öl, das ist schlecht. Scheinwerfer, Schrotflinten, Geschützturm braucht Strom. Und Raketengeschützturm, sowie schwerer Lasergeschützturm. Braucht zwei Strom. Produziert aber Schutz. Ich schaue gerade, was ich... Glasfaseroptik ist ein bisschen schwierig. Aber guck mal, das könnte ich alles wunderbar hinstellen. Zack. Also. Zack. So, guck. Pass auf. Pass auf. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Strom.
Energiegeneratoren. Der macht 5. Ist zwar jetzt ein bisschen doof, wenn ich die ganze Zeit dann... Da. Das passt nicht. Lass mich verarschen. Das Kabel war wohl zu lang. So, guck mal, jetzt habe ich hier Lasertürme. Stellen wir mal da rein. Kannst du vielleicht mal weggehen, Kumpel? Ach, der Vault-Tec-Vertreter ist das. Guck mal, schön. Jetzt haben wir hier 9 Leute rumlaufen. Cool. Jetzt haben wir hier schon mal eine Verteidigungsanlage. Auch wenn der Generator mittendrin steht. Warte mal, ich kann das doch bestimmt über Verteiler machen. Kann ich da die Leitung wieder kappen? Das mache ich dann einfach über einen Umverteiler, weil das Knattern die ganze Zeit neben mir zu haben, ist ein bisschen blöd. So, warte. Schutz. Lasergeschützturm. Schwerer Lasergeschützturm, so. Pass auf. Und da gehen wir jetzt einfach sonstiges. El Terminal Lautsprecher. Ey, wo haben wir das denn? Generator Windrad. Ach, sieh mal da, das braucht nicht mal. Stecker und Schalter. Energie, eine Stromleitung, sowas brauchen wir hier. Warte. So, das können wir jetzt hier rüber, ne? Ah, das reicht nicht. Aber das Ding, da. Geht nicht. Ich glaube, das ist einfach zu weit, oder? So geht's. Wunderbar. Guck mal, cool, ne? So, dann haben wir noch Wachposten und Wachturm. Produziert nur Schutz 2. Das ist ein bisschen wenig, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So, das stellen wir jetzt mal hier hin, das Teil. Warte. Ist immer ein bisschen blöde. Das passt nicht immer so ganz, wie man es gerne hätte. So, guck. Das Ding stelle ich jetzt mal dahin. Ja, das geht nicht. Einfach mal dahin. Also schräg davor. Das ist doch wunderbar hier, guck mal. Zack. Und schon haben wir Verteidigungsanlagen. Jetzt muss ich mir nur noch jemanden suchen, der das Ganze bewacht. Wer von euch Jungs und Mädels ist denn frei gerade? Muss ich mal schauen. Ich habe ja ein paar abgestellt. Oh, bist du gerade frei? Wer bist du? Ah ne, du bist Dings hier. Sturgis. Sturgis. Kann ich dich vielleicht befehligen? Ich kann ihm noch, glaube ich, sagen, er soll da die Wachposten besetzen, oder? Kannst du? Ja, sieh mal da. Ist zugewiesen. Ich meine, gut, der wird wahrscheinlich bald wieder seinen normalen Alltag aufnehmen. Das habe ich nämlich schon von euch gehört, dass die Leute nur bedingt das tun, was man ihnen sagt. Zumindest diese mit Namen. Wenn sie keine Namen haben... Oh, guck mal, Nick ist auch hier. So wie du da. Hallo? Ah ne, das ist MacReady. Mist. Yunlong. Die haben auch alle ihre Aufgaben, das ist blöd. Also die Moral ist sehr gut, aber wie bringe ich die auf 100%? Ich brauche hier noch mehr Bürger. Ich brauche noch mehr Bürger. Ja, das ist Preston. Hier habe ich auch schon was aufgestellt.
Aber der braucht Strom. Oh, ich bin so ein Held. Ich stelle hier einfach mal so einen Turm auf und der macht nichts. Lasergeschützturm. Oder ein Schrotflintengeschützturm. Ja, schwerer Lasergeschützturm. So. Energie. Generatoren. Soll ich mal so ein Windrad? Brauche ich aber mehrere von. Ah, oh, ein Generator, komm. So, wunderbar. Jetzt haben wir da schon wieder was. Wie ist das eigentlich? Könnt ihr die Generatoren angreifen und dann geht zum Beispiel meine Stromversorgung im Arsch und dann habe ich da mal Verteidigungsanlagen gehabt? Ist das so? Oh, hier, guck mal, hier kann ich gar nicht. Die kann ich hier gar nicht mehr wegmachen, die Bäume. Das ist ja doof. Warum auch immer, hier endet mein Einflussbereich leider schon. Nein. Hm. Das ist doof. Ich könnte mir auch mal einfach mal einen Turm bauen jetzt. So eine Holzhütte, so eine riesige, warte. Boden und Dach, Wand und Dach, Korridor. Ende des Korridors. Ah, alles klar. Aber noch, Ecke. Ah, die sehen so hässlich aus, die Teile. Guckt euch mal an. Wand und Dach, Ecke, kleine Hütte. Eine große Hütte. Ah, das ist ja herrlich. Boden und Dach. Böden. Ein Hüttenfundament. Oh, ein Hüttentreppenhaus. Guck mal, schön. Da kann ich das jetzt doch mal bauen. Warte. Ist immer ein bisschen unbefriedigend, wenn das nicht so ganz passt, wie man es gerne hätte. So. Ein Boden. Am Bodenobergeschoss. Passt das hier rauf oder steht das... Steht ein bisschen über. Na komm, was soll's. Ja, ist echt doof. Guck mal, es passt halt nicht so wirklich. Kann ich so ein bisschen weiter nach da. Geht das? Es geht. Oh ne, warte. Also wenn, dann soll es ja auch alles der Maserung entsprechen hier, ne? Oh, da muss ich wieder hier anfangen. Warte. Nee. So. Was ein Schmarrn. So, dalle. Nein, nein, nein. So, Wände. Was haben wir da für Wände? Hüttenwand. Eingang, Hüttenwand. Aha. Nee, ich mach das doch aus Metall. So, Wände. Ich wollte ja erst wieder sowas Rundes bauen, aber das sieht irgendwie doof aus. Ich weiß nicht. Ja, machen wir das hier. 10 Stahl kostet das. Eieiei. Gar nicht mal so billig, ne? So. Geht das so? Wow. Das geht gar nicht ran hier, guck mal. Das wird Schrott. Wie umgehört denn das jetzt? So. Ah, einfach mal so. Ah, das bringt jedes Mal ein paar XP, wenn ich das mache. Hier Zeug ranbaue. Cool. Wunderbar. So, Dächer. Ich hätte aber gerne noch mehr Böden. Fertighäuser. Oh, das hier ist... nett.
Wand und Dach. Da kann ich mir echt so ein Bunker bauen, so eine Art. Ja, sieht schick aus. Kleine Metallhütte. Große Metallhütte. Nee. Wer will denn sowas? Wände. Kann ich hier keine Böden? Muss ich da echt nur Holz nehmen für Böden? Ich möchte aber gerne Metallboden. Hütte Obergeschoss. Was ist denn das? Das passt gar nicht hier. Wow, da ist Rand. Scheiße, sieht das denn aus? Echt jetzt mal. Ist ja wie in Minecraft hier. Noch ein bisschen schlimmer wahrscheinlich. So. Treppen. Dann nehmen wir wieder so eine Fertighaustreppe. Ne, wo waren das? Wände? Der Wände war es auch nicht. Zäune will ich keine. Bei Dächer war es auch nicht. Sag mal, wo waren das? Wie viele Holzwände es gibt. Guck mal, krass. Ach, bei Böden war es, guck mal. Zip. So. Sind ja auch alle gleich von der Ausrichtung. Ich kann das nicht akzeptieren, wenn die so schief sind. Nein. Okay. Haben wir schon mal das. Metallwände. Das war die allerletzte Wand, ne? Ne, die da war's. Die da war's. Zum Glück habe ich so viel Stahl, dass das jetzt wahrscheinlich so schnell nicht fertig wird. Ich könnte jetzt ewig weiterbauen wahrscheinlich. So. Und weißt du was? Da das mein Haus ist, würde ich sagen... Ach, ich baue ja Fallen rein. Ganz viele Fallen. Tesla-Bogen. Spannungsemitter und Flammenwerferfalle. Warte mal. Warte. Wer hier rennen will, ne? Der wird erstmal geröstet. Wait for it. Dahin. Hm. Vielleicht noch ein Strahlung? Nee. Noch ein Tesla-Bogen. Können auch die Wand machen oder so? Nee, leider nur auf dem Boden. So, pass auf. Pass auf. Oh, ein Windrad, das ist nicht so laut. Kann ich das auch hinten irgendwo hinstellen? Ah, da ist blöd, da ist der Eingang, da kommen die bestimmt irgendwann mal rein. Ich werde das vielleicht hier an die Wand. Hat ja vorher das Auto gestanden. So, warte. Mach jetzt. Wie kann ich das hinpauen? Hinpauen, hinpacken hier. Den Mist. So, pass auf. Schalter an die Wand. Gott. Haben die Dinger jetzt Strom? Nein. Die haben Strom, ne? Weil der Strom ist an der Hütte. Kann man halt schwer sagen jetzt. Mach ich da noch einen hin, ne? Raketengeschützturm. Nee. Lieber nicht. Schwerer Lasergeschützturm. Warum kann ich das nicht bauen? Ah, ich habe keine Glasfaseroptik. Verdammt. Dann halt Schrotflitzen. Schrotflitzen! Ja.
Schrotflitzen, Geschütztürme. Oder so. Oh, ein Scheinwerfer dahin. Der blendet erstmal schön. Wie war das mal so? Dass der genau auf den Eingang leuchtet. Aber der hat keinen Strom. Okay, die haben alle noch keinen Strom. Muss ich jetzt hier... Wie hat denn das nochmal funktioniert? Ja, ich habe ein Hirn und ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie genau. So, warte. Eingeschalteter Pylon, Stromleitung, so. Soll ich das so machen? Soll ich das so tun? Ah, das ist doof. So, dumm, dass man die Kabel immer sieht, finde ich. Muss ich denn doch innen? Ne, ich muss das so lassen. Vielleicht noch eine Leitung hin einfach. Kann ich den hier befestigen? Geht das? Geht das nicht durch die Wand? Hallo. Ich muss das hier außen rumlegen. Das ist doof. Muss ich hier draußen dann machen. Geht denn das? Ja, das geht nicht. Mal dahin. Also die müssen echt auf jeden Fall eine Verbindung nach drinnen bekommen. So, warte. Mach ich den mal hier. Reicht das jetzt? Kann ich den da reinspannen oder? Nee. Ah, so geht's doch. Wow. Au. Warum sagt mir denn keiner, dass die Dinger sofort losgehen? Ach du Elend. Sind die jetzt schon durchgebrannt? Oh, was ein Kack. Ja, das kann ich jetzt eigentlich hier lassen. Na toll. Ich glaube, die lagere ich mal wieder ein. Beziehungsweise... Ich verschrotte die mal wieder, auch wenn es jetzt die Materialien nicht zurückbringt. Verdammt. Tja, das ist blöde. Das ist echt blöde. Bleibt das ja immer sofort eingeschaltet. Guck mal, der Scheinwerfer leuchtet das jetzt schön aus. Wunderbar. So viel habe ich jetzt schon mal hingekriegt. Warte. MacReady, geh mal bitte weg. So, MG-Geschützturm. Schwere MG? Ja, das braucht nicht mal Dingenskirchen. Warte. Wenn die reinkommen, dann wissen sie schon, was Phase ist, ne? So. Jetzt habe ich mir schon mal ein kleines Häuschen gebaut. Ich
kann eigentlich zumachen da oben, oder? Komm, mach ich mal noch ein paar Dächer. Metall. Hoppala. Dächer. Ich nehme mal ein rundes. Oder? Ja, jetzt brauche ich noch ein paar Wände. So. Nee. Ach man, das ist wieder schief, ne? So. Das muss immer alles seine Ordnung haben bei mir hier, sonst... Oh, Level Up durchs Bauen, das ist ja geil. So. Jetzt war noch eine Station drauf. Wände. Die könnte ich jetzt eigentlich rund machen, ne? Nee, das sieht ja kacke aus. Ich will auf jeden Fall noch was in diesem runden Design haben irgendwann. So ein bisschen dieser Vault-Stil, oder wie die Hobbits das haben. So eine runde Höhle eben. So. Dächer. Das sieht man jetzt zwar gar nicht von unten, aber ist ja egal. Ich könnte mir theoretisch auch ein riesiges Hochhaus bauen, aber die Frage ist halt, was soll ich damit? So. Wunderschön. Da könnte ich mir jetzt eigentlich überall einen Generator reinstellen. Und überall Licht machen. Aber das ist ja Quatsch. Hauptsache hier unten ist abgesichert. So, weißt du was? Zu guter Letzt. Schutz. Machen wir uns noch hier. Lecker, lecker. Ein Schrotflintengeschützturm. Stell das noch dahin. Tada. Wie, das reicht nicht. Ach Mist, ich habe ja schon zwei. Ach verdammt. Jetzt haben wir Strom drauf. Cool. Ach man, die Fallen, die muss man bestimmt irgendwie auslösen, wenn einer drüber läuft, dass er dann geröstet wird oder sowas. Naja, gut. Das war mal ein kleiner Baupart. Ich weiß, es war nicht großartig viel, aber ihr habt jetzt vielleicht schon mal ein paar Einblicke bekommen, was möglich ist. Jetzt vielleicht keine Wände mit Fenstern oder so. Soll ich vielleicht noch meine Kisten umräumen, dahin? Aber ich bin so gerne hier immer an der Stelle rausgekommen. Ich weiß nicht, soll ich das lassen? Naja, was sagt denn jetzt eigentlich der Schutz? 112 habe ich Schutz. Geil. Oh, die Moral ist runtergegangen. Die hatte ich auf 79 schon. Egal. Liebe Leute, nächstes Mal machen wir hier weiter. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal mit Fallout 4 und Gammelkala. Sie ist so sexy.